Anscheinend für ein Stromkabel zum Turm. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Gotham Knights. Wir sind hier immer noch im Arkham. Ich habe keine Infos mehr. Ich sollte jetzt zum Turm. Asylum. Robin lässt mir keine Ruhe, damit er sich zum Turm sollte. Ich gehe ja schon. So, in der letzten Folge haben wir auch die Eulen besiegt. Begegnet. Gefunden. Stehen ja eigentlich auch Namen auf der Zimmertür. Wenn irgendwie sitze ich noch nicht ganz richtig so hier. Moment. So. Es kann sein, dass irgendwann mal im Laufe des Let's Plays... Unglaublich, dass Arkham immer noch steht. Wer das Fundament gebaut hat, hat gute Arbeit geleistet. Beziehungsweise im Laufe von dem heutigen Tag hier, weil das Telefon geht, wir erwarten den Anruf für das Blutbild von unserem Kater. Behavior Studies. Deswegen, ich werde das natürlich dann rauscutten. Nur kannst ganz kurz dahin, dass er das Telefon klingeln hört. Ich hoffe nicht, weil die haben nachmittags gesagt, wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Aber ich dachte, ich bereite euch mal darauf vor. Fuck, ist das altes Radio? Ein Röhrenradio aus dem Jahre 1947. Hat ja gut funktioniert mit dem Ausschalten. Ist das Brewster? Oder der Gründer mit seinem Sohn? Harleen Quinzel. Das frühere Büro von Dr. Harleen Quinzel. Ja, Quinzel hieß ja nicht Quinzel. Katzenkalender, ein Geschenk der ehemaligen Patientin Celine Kyle. Auch bekannt als Catwoman. Da kennt sie einer aus. So. Clownsgemälde, ein Gemälde, das die Praxis von Dr. Quinzel einladender machen soll. Ja, ja. Ja, das ist einladend hoch 10, sag ich mal. So, müsste jetzt hier. Ah, ich hab's gleich mit dem Mikrofon so. Catwoman haben wir auch noch gar nicht gesehen, ne? Jeremiah Arkham, Direktor. Das Büro des Direktors. An der Kiste wie die Taylor hier stehen. Zufall? Ich glaube nicht. Und ein paar nette Bücher. Psychiatriebücher, mehrere Bücher, wie viele davon von Dr. Hugo Strange geschrieben. Stehen im Bücherregal. Dr. Hugo Strange. Zu der Sammlung psychiatrischer Forschungs- und Nachschlagewerke gehören Der sterbende Verstand, Gedankenleser und das höchst umstrittene Witnesser. Alles halbwegs seriöse Machwerke, die von Dr. Hugo Strange geschrieben wurden. Verfasst worden. Gut, wie komme ich hier raus? So. Dr. Hugo Strange, wir waren Dr. Hugo Strange hier. Hat man den schon mal gesehen? Also ja, klar, man hat den bestimmt irgendwo schon gesehen, aber... Habe ich den schon mal irgendwo gesehen? Ich weiß nicht, kam der Serie Gotham vor? Ich bin ja leider nicht ganz zu Ende geguckt. Eine Staffel fehlte mir noch. Weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war. Ich versuche mir gerade ein Bild vor Augen zu holen, aber ich habe irgendwie kein Bild vor Augen. Ah, hier ist Hugo Strange. Aber da kommen wir gar nicht erst rein. Ja, aber meint, von hier. Geht's zum Tor. Von hier aus kommen wir rein. Hier oben noch irgendwas? Nö. Ich glaube, da lief gerade eine Maus, also irgendwas lief daher. Mal rein da in den Turm. Der Fuck ist das? Alte Oszilloskope. Cool. Was zum Teufel sind Oszilloskopschallgeräte? Ja. Menge Daten.
Was hat Talia hier getrieben? Verstärkerfrequenz einstellen. Ich muss erst die richtige Frequenz finden. War doch richtig dann quasi, wenn das hier so wie auf dem Bild sein soll. Mit den Gewirbelten. Achso, hier. Wait, what? Ich bin verwirrt, what? Na also. Ah, okay. Keine Ahnung, ob es in der richtige. Jawohl. Durchklicken klappt. So nicht. Hä? Wieso nicht? Müsste ja das hier sein. Und welches war das hier? Das hier? Dann das hier, glaube ich, ne? Ja, und dann das hier, oder nicht? Aha. Damit wurden Schalltests an den Freiwilligen durchgeführt, um sie zu kontrollieren. Das Geräusch kam aus dem Labor. Batman. Ich hatte schon die falsche Reihenfolge der Dinger. Glockenturm hier. Daten sind gecheckt. Dann siehst du, was ich gesehen habe. Talia hat eine Lazarusgrube. Langstrom hat ihr den Weg geebnet. Ganz recht. Aber wo ist die Lazarusgrube? Sicher in der Nähe. Direkt unter Gotham. Wahrscheinlich hat Dingsabumster Talia ihren Vater nie wirklich getötet. Sondern einfach direkt in die Lazarusgrube. Ah ne, die wollte ja loswerden, um wie heißt die Scheiße? Die Führung zu übernehmen. Die Kammer ist leer. Der Tank! Ich beziehe die kaputte Kapsel. Oh nein. Batman resurrected? Robin, es hat bestimmt mehr Angst vor dir als... Man-Bad. Jesus Christ. Jetzt vermisse ich Scott, James, meine ich. Ja. Komm her. Ding, 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 ding. Oh, hey, no. Ah, aua, aua. Hä? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist für dich. Das war ein clean Übergang.
Sie da? Melden Sie sich. Rufen Sie Lucius an und schicken Sie die Drohne. Ich treffe Sie unterwegs. Los! Ich hatte gerade andere Sorgen. Alfred, da war so eine Fledermaus, eine ganz große aber. Alfred? Wie bin ich? Wissen Sie, Sie sollten mit diesen Verletzungen besser nicht kämpfen. Chaos in Gotham City nach einem weiteren brutalen Angriff im Robinson Park. Nach Berichten über fliegende Wesen, die in der Stadt wüten, bittet die Polizei, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Ich muss da draußen kämpfen. Die anderen sind auf Patrouille. Wenn sie soweit sind. Das bin ich. Ich habe mich bewährt, als du mich trafst. Als ich Bruce' Identität erkannte. Und Dix. Ich habe gelernt, ein Held zu sein, indem ich einem Helden diente. Ich war der Robin, den Batman brauchte. Nach allem, was passiert ist. Bin ich der Robin geworden, der ich sein muss. Sie wissen sicherlich schon, was getan werden muss. Talia versteckt unter der Stadt eine Lazarusgrube. Sie denkt, dass sie gewinnt. Ich muss sie leider enttäuschen. Die Beweistafel wurde aktualisiert. So. Zieh dir die Man-Badge-Standorte auf der Beweistafel an. Sofort. Erstmal muss ich wissen, was das für ein Buch war. Ja. Was? Kamera. Nee, da gucke ich sofort nach. Code Black. Fokus. Talia Al Ghul oder was? Oh, da war es ganz kurz. Talia Al Ghul, ja. Batman war so vorbereitet. Talia Al Ghul. Yeah. Ich frage mich eigentlich, wieso hier nie einer hochkommt, um mal den Turm zu inspizieren. Und cool ist auch, die sind ja wirklich alle weg, ey. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist aber nett. Behindertenfreundlich gemacht, so. Mit Aufzug. Wirklich nice. Hier fehlt noch einer, ne? Talia wahrscheinlich. So, seht ihr die Standorte an? Von Man-Bad. Talia Langstroms Forschungen genutzt, um Man-Bats zu erschaffen. Fliegende Kreaturen, die sich mittels Schallfrequenz kontrolliert. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wie viele Man-Bats Talia unter ihrer Kontrolle hat. Die ganze Stadt ist in Gefahr, wenn wir sie nicht aufhalten. Wir haben in Arkham Wasser gefunden, das einer Lazarus-Gruppe hier in Gotham City zu stammen scheint. Wenn Talia Zugang zu Lazarus hat, kann sie nicht mehr aufgehalten werden. Wir müssen die Grube finden und zerstören.
Endlich haben wir erfahren, was Langstrom die ganze Zeit über vorhatte. Er hat zusammen mit Talia das Wasser der Lazarusgrube benutzt, um diese riesigen Man-Bats zu erschaffen. Wichtige Information. Wir wissen endlich, wer Langstroms geheimer Arbeiter war. Die Liga des Schatten. Er führte Experimente für Talia durch. Der Rat erfuhr davon, woraufhin die Stimme ihn umbringen ließ. Spuren? Man-Bats terrorisieren die Stadt und greifen die Bürger an. Sie wurden an drei Orten gesichtet. Beim Elliott Center, bei Wayne Tech und bei Gotham City General Hospital. Herausforderung: Öffnen. Besiegen Sie ein Man-Bat. Besiege den Man-Bat. Also Man-Bat Wayne Tech, Man-Bat Gotham City General Hospital und Man-Bat. Neue Ausrüstung bekommen, Man-Bat. Hier vielleicht? Oh, der sieht aber cool aus. Initiativanzug. Mein Gott, Dämonstil. Oh, den müssen wir sowieso herstellen, ne? Der hat sogar weniger Kraft, aber mehr Verteidigung und mehr Leben. Ja, gib mal her, das Ding. So, haben wir die Quest nämlich auch fertig. So, machen wir die Mod mal hier raus. Dann ist der bessere, ne? Ja, mir nämlich so gedacht. Wenn der Shinobi-Style ist. Ah, der ist schon ausgerüstet. Guck da dreimal auf Ausrüsten und wundere mich, warum das nicht funktioniert. Ah, gut. Einen 9. davon stelle ich jetzt nicht her. Stufe 34 episch. Ja, warten wir. Vielleicht kriegen wir noch Legendary. Aber Maske. Ah, lass mal ruhig die. Symbol. Hier in so einen grünen Handschuh. Mag ich den ein bisschen mehr. So, und die Farbkombination. Das sieht cool aus, ne? Oh, das sieht auch ganz geil aus in so goldlich. Okay, das sieht aber auch ganz cool aus. Mehr grün mag ich nicht, aber mehr rot mag ich. Mach mal so. I like that. Herausforderung abgeschlossen. Ja, besser ist er. Gut, ich könnte jetzt quasi Charakter wechseln, wenn ich möchte. Gehen wir einmal Batgirl besiegen. Noch einmal kurz hier gucken, hat die was krasseres? Herstellung. Stufe 29, ne? Ja. 217 Schaden, Schattenjäger, Tonfer. Ich bleib bei dir. Du bist Erste. So, geil wäre ja, wenn wir noch mit so ein paar High-Schwierigkeitsaufträge hätten zum Legendary Equipment Farm. So, was haben wir denn überhaupt? Während Sie sich um die Man-Bats kümmern, suchen wir nach der Quelle des Signals, das sie steuert. Dann haben wir ja auch noch ihre Schwungfähigkeit gedönt. Gut, wir gehen dahin, mit dem Pinguin reden. Tschung. Und dann gehen wir zu Detective Montoya, beziehungsweise zum Gordon Memorial. Und holen uns da unsere Schwungfähigkeitsvideo gedönt ab. Unsere Erinnerung, nenne ich mal. Und dann gucke ich, ob wir schwere Aufträge haben. Und dann, falls wir keine haben, jagen wir Man-Bat. Oh, ich wollte oben aufs Dach, damit ich hier durchspringen kann. Jetzt hängt sie da fest. Yo, Club Penguin. Ja. Du hast gute Arbeit geleistet. Weiß ich, so bin ich. Achso.
Besiege alle Gegner im Eulennest. Besiege Talents. Ein Eulennest muss ich noch räumen. Mit ihr. Ja, das passt ja wie Faust aufs Arsch. Was ist denn da oben? Warum ist das Gold? Was ist denn Gold? Ist das ein Man-Bed? Wir gucken mal. Oh ja. Erfunden! Gut gemacht! Nein, du okay, nicht! Damn! Oh shit! Oh, ow! Ah, meine Ohren! Aua! Yo! Jetzt bin... Nein, jetzt hab ich die... Hör mal auf mit dem Ungeschrei. Haut der ab oder was? Lande du Knecht. Na, hoffentlich tut das weh. Ach, der macht einen Doppel-Attack. Shit. Jo, ich bin ausgewichen. Ja, Digga, greif einfach da durch an, okay. Ja. Also sagen darf. Dann bist du so tanky. Rennen! Lass er damit Rumgeschrei sein da. Ja, genau. Yo, what the fuck? Ich hab Ausweich gedrückt. Shit. Leck mir am Arsch. What the fuck? Ja, genau. Hat nichts Besseres zu tun, außer auf mich nur einzuspammen. Noch mehr! Lass mich in Ruhe hinter mir! Gut, ich bin ja. Okay, das hat gar keinen interessiert davon. Den. Ja. Yo! Er steht da oben rum. Okay, weg. Zucker. Aua, 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 aua. Mein Gott, geh doch endlich down. Wir fällt nur aus. Aua, ja. Perfekt, ja. Gehst du auch mal? Oh, nee, nicht du! Ach man, immer wenn man die Fähigkeiten einsetzt, kommt irgendwer von hinten und greift dann an.
Ja, dein Ungeschrei. Wozu eigentlich so? Der schwebt gerade da hinten rum. Ja, wie ist das? Nee. Nope. Nein, tut nicht. Oh, Mann, ist das ätzend, Digga. Ja. Geh doch endlich kaputt, bitte. Da schreit nicht da oben rum jetzt. Mein Gott. Oh! Oh, jetzt aber. Zack, 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 zack. Junge, hast du nicht gerade gesehen, was ich gemacht habe? Mach dich von der Biege. Was willst du denn, Alter? No, komm her, hier. Blöde Drecksau. Kann man denn so ätzend sein? Alter Schwede. Man-Bat-Champion der Liga, der Schatten. Ja, nehmt ihr mal mit hier. Bewusstlos. Meine Güte. Sehr hoch. Gefahr, goldene Belohnung. Das wollte ich sehen. Als Belohnung kriege ich eine goldene Belohnung. Bedrohung meine ich. Als Belohnung eine goldene Bedrohung. Habe ich mich doch ein bisschen sehr viel konzentriert bei dem Fight, ey. Holy moly. Der verlangt einem ja alles ab. Bitte kein Organhandel oder sowas. Einheiten Support und Madison. Es gibt Hinweise auf den Transport von Diebesgut. Es muss hier irgendwo sein. Finde und scanne die Kryo-Gen-Behälter. Da ist er doch. Sollte leiser sein. Gefunden. Behindere den Organdiebstahl. Ich kann noch gesagt, bitte lass es nicht sein. Das ist ganz schlecht, wie ihr alle hier steht, ne? Nimm mal so. Geh mal nach rechts. Ey, ist der toxisch. Ob die Clayface überhaupt komplett ausgestanden? Was war das? Das Ding ging nicht an, Alter. Was ist denn das für ein Mist? Hier ist nichts. Merkwürdig. Was soll das? Geh doch an! Das Shit. Tja, da war wohl doch nichts. Ja, da war wohl doch nichts. Was ist da mit dem Kollegen? Geht er jetzt einmal an die Kamera? Also, hier. Kamera aus. Kamera aus. Jetzt? Ich sollte mir das ansehen. Ja. Ich hätte jetzt ein bisschen spektakulärer erwartet, to be honest. Ich finde nichts. Ich sollte wohl mal zum Psychiater. Kann ich den hier K.O. klatschen? Kameras erfassen mich ja eh nicht als Bad Girl. Oh. Das ist ein Dicker, ne? Ja. Verdammt, jemand hat ihn ausgenockt.
Schau mal da. Er kann gar nicht wissen, von wo das kam. In Upgrade-Phase. Hä? Ich werde angegriffen. Woher will der wissen, dass der angegriffen wurde? Kann auch einfach sein, dass sein Gedöns nicht richtig funktioniert. Ziel bereits geschockt. Ting. Hör auf den Heldenschützen zu spielen. Oh, geht kaputt. Legendary. Er wurde K.O. geschlagen. So wie du? Tack. Attack. Und Block. Kann der überhaupt noch leben? Heck, Alter. Nicht da runterspringen. Nein. Oh, die ist auch so ein Billo. Da hinspringen. Richtig. So. Muss ich wieder mal weiter mitlaufen? Das Teil muss dringend wieder gekühlt werden. Dr. Tompkins will Sie treffen. Ich schicke die Koordinaten. Dr. Tompkins will Sie treffen. Ich schicke die Koordinaten. Tschung. Danke, Alfred, für die Koordinates. Jetzt habe ich hier bei 300 Metern. 2 Minuten Zeit, Alter. Letztens waren bei 500 Meter eine Minute gefühlt, ey. Bin auch nicht immer balanced. Moin! Hier ein Herz. Du hast es rechtzeitig geschafft. Na klar. Hätte ich nicht gedacht. Geh lieber nach Hause. Hier ist das nicht sicher. Wie die da rumhampeln will, was ist mit der, ey? Herstellung. Habe ich jetzt hier Legend. Dios Mios! Guck dir die Stats an! Let's go! Let's go! Gold! Hier ist nichts Gold, shit. Hey, Baby, Baby. Nahkampf 300 Damage, her damit. Ich will es sofort haben. Der Gegenstand. Der Gegenstand wird deinem Inventar hinzugefügt, sobald du wieder im Glockenturm bist. Baby, Baby. Hey. Baby, Baby. Was kann das? Leben, so viel Elementarpanzerung, okay. Ja, Goffen braucht mich, ich weiß. Ultra 2 NR. Stil, Metall. Was hat das für ein Stil? Auch Metall, fuck. Eine neue Herausforderung. Welche muss ich denn herstellen noch? Metall. G fucking G. Komm, stell mal euer her damit.